Leute, herzlich willkommen zu einem neuen. Könnt ihr sehr gerne ein paar Minuten richtig geilen Content genießen und dann ist die Werbung zu Ende. Nee, Spaß, wird bestimmt Töfte heute. Oh, haben Sie schon eine Idee? Natürlich nicht. Lass uns aber erstmal schauen, womit wir es hier eigentlich heute so zu tun haben. Und auch in den kommenden Tagen bleiben Gewitter unsere Begleiter. Teilweise haben die dann auch unwetterartigen Charakter. Gewitter, Leute. Und dann haben die auch noch unwetterartigen Charakter. Hier oben, Alter. Was? Nee. Holy. Als ich erfahren habe, dass es gewittert. Doch als ich denn realisierte, dass es sogar dabei regnen könnte. Vielen Dank, liebe Baumkronenprinzessin, das war hier und da schon ganz schön. Meine Mathelehrerin hatte auch unwetterartigen Charakter. Leute, ihr kennt doch Markiplier, ne? Nicht? Ja, nachvollziehbar. Ist eher ein kleinerer YouTuber. Der guckt halt immer mal ganz gerne, was ich demnächst spielen möchte, um dann den ganzen Fame und Klicks und Mädels einzuheimen. Da Brummerjünger. Irgendwann komme ich ihm strafrechtlich. Auf jeden Fall hatte mir gestern mal wieder ein Spiel vorgeklaut, wo ich mich fragte, ob euch das eigentlich auch interessieren könnte. Ja, aber auch nein. Und zwar ist es nichts anderes als das wahrscheinlich beste Among Us Horror Game ever. Among Us, immer Fun gewesen für die ganze Familie. Hast du gerade deinen Pimmel gegen und uns scheiß so Arschbacken geil sein, ja? Nicht so wie ich, aber kommt schon ran. Und das probieren wir jetzt aus. Einverstanden? Nein. Aber bevor ich es vergesse, mein Partner Instant Gaming verursacht unter dem Link ein Gewinnspiel mit diversen Geilheiten, ja? Da könnt ihr auf jeden Fall mal draufklicken, ja? Brummer, wer da nicht klickt und gewinnt. Verstehst du? Ja. So Leute, ob Engines fixen oder den Müll rausbringen, ich bin der Mann fürs Grobe. Ich bin mal gespannt, was ich wiege. Oh lala, was ist denn hier passiert, Alter? Ich glaube, Pascal ist gestolpert. Guck mal, das kleine Schleckermäulchen. Oh, was ist denn mit dir? Oh mein Gott, was zum verfluchten Jupiter ist das? Das sieht aus wie meine Kochkünste. Hier geht's ja gleich los, ey. Wirst du vor vollendete Tatsachen gestellt. So, hier sind meine Tasks. Kann ich hier anfangen oder kommt der gleich? Der ist halt auch nicht gut zu Fuß, Alter. Er hat sich schon ein bisschen Fett gefressen. Guck mal an. Ich kann den überrunden, wenn ich will. Aber ich möchte ihm diese Schmach ersparen. Oh, das ist ja fancy. Oh, es geht auch in Third Person. Oh, nice. Haben wir eine Map? Oh, geil. Ja, jetzt stellt euch einfach bloß vor, ich würde mich in Among Us auskennen. Und dann wäre alles einfach nur ideal. So, hier bei dem Stern immer, oder? Ah, ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. War ein Spaß, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin einfach ein Virtuose, ja? Ich bin die personifizierte Glanzleistung. Mich willst du unbedingt mithaben bei so einer Mission. Bis ich aus dem Bordbistro sämtliche Donuts klaue. Dann willst du mich lieber ejecten. Was? O2? Alarm! Ich glaube, ich muss dahin, wo die Sterne sind. Ach was. Ah ja! Ich hoffe, dass random auf alle Knöpfe drücken wird herausragend bezahlt, ja? Immerhin muss ich mir jetzt meinen kargen Lohn nicht mit den anderen teilen. Ist das eigentlich auch ein Gegner? Oder ist es einfach deine Mutter? So, ich glaube, hier ist das nächste. Ah, alles klar. Oh nee, dann fallen vielleicht noch irgendwann die Lichter aus, ne? Oh, yikes. Okay, let's see. Ah! Der hat da immer noch gechillt, Alter. Der hat dann einfach den Sauerstoff abgeschirmt und hat gewartet, bis ich da wieder vorbeikomme. Ja, Brummer. Der Telekom-Simulator. Warte mal, das kriege ich hin. Das Ding fliegt auch so. Oh nee, hier ist der Maschinenraum, ne? Hier müssen irgendwo noch ein paar Sefs rumliegen. Aus den Runden von vor Äonen. Ja, es tut mir leid, wenn ich nicht ganz klarkomme. Als ich zum letzten Mal Among Us gespielt habe, da haben doch Dinosaurier eure Hausaufgaben gefressen. Bitte verurteilt mich nicht. Yes, I did it! Ist hier noch irgendwie was? Wie war denn das jetzt nochmal? Achso, ich muss das anhalten, glaube ich. Da kommt was! Der pinkelt da in der Ecke! Habt ihr das gehört? Das Schwein! Oh, die Lichter sind aus! Oh, ich kann mich hier in den Vents verstecken. Oh! Thank God, Alter! Oh, ah, hier kann ich gleich die Lichter fixen. Oh, das ist ja übel praktisch, Mann. Komm mal her, wie meint das? Zack, zack, zack. In dieser Reihenfolge? Ja, ideal, bestens. Okay, jetzt kann ich mich hier nochmal kurz dran versuchen. Ah, okay, ich hab's begriffen. Cool, da ist das nächste. Da ist auch ein Vent zum Verstecken. Das sollte ich mir mal am besten angucken. Ach du liebe Zeit, wie war das denn jetzt hier? Ah ja, genau. Das finde ich voll geil, ey, mit diesen Minigames. Dass es halt alles so ist wie im
echten Among Us sozusagen. Wenn es jetzt hier noch ein Multiplayer wäre, wäre das noch geiler. Hier ist Simon Says. Muss ich hier irgendwie was machen? Nee, diesmal nicht. Tasting also random. Hallöchen, gut siehst du aus. Nette Beißerchen. Das Licht ist auch aus, ne? Da muss ich gleich wieder hier rein. Komm, let's go. Mach ein bisschen hin. Okay, easy. Und ich gehe den anderen Weg rum. Das ist halt noch easy, weil der halt relativ lahm ist, aber das ist Level 1. Ich gehe mal einfach davon aus, das wird halt noch schwerer in den nächsten. So, das ist die nächste Aufgabe hier. Was muss ich machen? Oh, Asteroiden abschießen. Geilo. Piu, piu. Wow, ich bin ja ein Meisterschütze, ey. Piu. Komm schon. Na, noch irgendwer heiß? Victory! Yes, das war die letzte Aufgabe. Arschgeile Nummer. Abschließende Level verdiene ich scheinbar immer so ein bisschen Ingame-Währung hier. Kann ich mir jetzt irgendwie schon einen Hut kaufen oder sowas? Was nehmen wir denn mal? Warte mal, das hier, geht es? Bye? Oh, sexy! Eins können wir uns doch leisten hier. Komm, das Blümelein. Weil wir ein Prinzesschen sind. Du Hübsche. Okay, Level 1 hat eine Schwierigkeit von 35, Level 2 von 50, Leute. Es ist 50 schwer. Also 49 hätte doch wohl auch gereicht. Ich frage mich jetzt, was der größte Tweak daran ist. Ob der Gegner einfach bloß schneller ist oder wie oder wer oder was. Ah, Müll. Das macht sich auch von ganz allein. Guck mal, ich kann zugucken. Warte. Ah. Ja, nice. In den Räumen gibt es einfache Tasks und noch viel mehr. Cool. Achso, ne, ich kann ja aber auch mal dann Third Person spielen, wenn ich mir ja schon so einen Hut gönne, ne? Wie das da hoppt. Oh, nee. Alarm. Jetzt kann ich gleich wieder zurückstratzen. Wie das aussieht, also. Numero uno. Der ist schon wieder hier. Der lullert schon wieder die Ecken voll, Alter. Mit seinem kleinen Imposter-Puller. Oh, no. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Ist ja nicht so, als hätte ich es nicht geahnt, nicht wahr? Aber ist er jetzt wirklich schneller? Der hat mich verloren. Das ist einfach 50 schwer, Leute. 51 schon fast. Gott, ich trau mich jetzt da wieder hin. Der ist einfach in die andere Richtung gerannt. Der hat es nicht geschnallt. Oder? Ja. Das ist ja ein Vollidiot. Piu. Bau. Boi. Dung. Bam, bam, bam. Ich werde immer noch gejagt, Leute. Seht ihr es nicht? Ist immer noch die Chase-Musik an. Bam, 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 schnau, bam, schniebelbu, bing, bang. Da kommt was hinter mir. Oder? Alter. Okay, ich gehe hier weiter. Da. Warte mal, ich muss da sowieso gar nicht mehr hin, ne? Ich habe bloß noch zwei Sachen zu machen. Das ist ja wohl lächerlich. Was haben wir hier? Oh, geil. Oh Gott, das Licht ist aus. Oh, das ist nicht nett. Oh Gott. Wohin? Hier in diesen Raum, um die Ecke. Ach so, ist wieder der gleiche. Das ist immer hier. Sorry, ich weiß das nicht. Dafür habe ich am Morgen erst zu wenig gespielt. Aber ich bin auf jeden Fall froh, je weiter ich mich hier auskenne, sozusagen. Ah, ich kann gleich hier weitergehen. Ich habe nur noch die Prime Shields zu aktivieren. Ah, das hier. Wait, genau. Und jetzt? Ach nee, alle müssen weiß sein. Ach, was weiß ich denn, Alter? Easy. Alter, ich habe mich jetzt hier nicht einmal verstecken müssen. Was ist denn mit dem Typen los? Hipster geworden, bleibt der Bastard. Pass mal auf, gleich wenn ich dem begegne, kommt der einfach rasant auf mich zugesprintet. Oh, jetzt können wir hier Simon Says spielen. Okay. Ja? Na. Oh, nicht übertreiben, Alter. Jetzt komm ich schon langsam nicht mehr mit. Ah, ja. Okay. Komm einfach vor. Ah. Okay. Hui! Und da kommen wir gleich gegenüber rein. Was haben wir denn hier? Ach, hier, dieses Büppelchen. Hui! Oh, es sind zwei! Ach, was? Jo, Jungs, das nützt aber nichts, wenn ihr aufeinander hockt. Die machen da kleine Imposter-Babys. Mit ganz viel Appetit. Oh, jetzt ist das Licht aus und ich muss dahin eigentlich. Ah, ich hoffe, die sind ein bisschen doof und schneiden mir nicht den Weg ab. Aber dann kann ich ganz easy hier rein. Ah, oh, die kommen. Mach hin. Boah, ich muss zurück.
Ui! Bin ich auch exakt in dem Gebiet, wo die Action ein bisschen abgeht hier. Okay, hier runter. Oh, nächste Task. Zack. Jungs, ciao. Und eins noch da in der Mitte. Karten swipen. Wo? Ah! Oh, was? Wer? Wie? Was? Hallo? Hat jemand meinen Namen gerufen? Ach, da. Kann ich das machen? Warte mal. Jetzt hier unter besonderer Pressure. Under pressure. Komm schon. Yay. Second try. Das habe ich noch nie geschafft. Okay, liebe Leute, das war Imposter Hide. Ist ein nettes kleines Game, macht Spaß. Die Schwierigkeit lässt doch komplett zu wünschen übrig. Ich weiß halt nicht, wie viele Levels es gibt irgendwie. Aber es zieht an. Es gibt immer mehr Imposter und ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl, wenn die sich dann auch wirklich verteilen, wird es halt schon echt ein Problem. So, das hat mir Fun gemacht. Ich meine, es ist ein kostenloses Game. Ich bezweifle, dass man da irgendwie super einfach einen Multiplayer reinbringen kann. Außer man veröffentlicht es auf Steam oder so. Mal schauen, was da noch draus wird. Ich bin Fan von. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Hat mir Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und denkt unten an den Link für das Gewinnspiel.